führt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 11, Fortsetzung der Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt im Rahmen der Sondernutzungssatzung für das Jahr 2023. Hier ist einreichende Fraktion, die FDP-Fraktion, Herr Maloney, zunächst zur Einbringung. Und wir starten dann in der Runde mit der SPD. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir schlagen vor, die Sondernutzungsgebühren für Gastronomie und Events weiter auszusetzen. Das haben wir ja gestern so im Haushaltsbeschluss eingeplant und beschlossen. Und wir haben ja auch gerade in diesem Jahr die positiven Effekte in der Stadt, nicht nur in der Altstadt, sondern auch in der ganzen Stadt gesehen. Belebte Plätze, belebte Gassen, echtes Großstadtgefühl, kein Gastronomiesterben, sondern Akteure, die sich engagiert haben, die Freiflächen bespielen, die die Gäste und die Einwohner der Stadt mit tollen Angeboten und Konzepten bewirten und unterhalten. Die Krise für die Gastronomie und auch für die Eventbranche ist allerdings noch nicht vorbei. Wir haben gestiegene Energiekosten, wir haben gestiegene Lohnkosten, wir haben schwindende Kaufkraft und das wird diese Branche sehr belasten. Und daher bin ich dankbar, dass wir die Entlastung im Rahmen der Sondernutzungsgebühr gestern bereits im Haushalt verankert haben. Der heutige Beschluss soll dies komplettieren und in Ergänzung zu unserem Antrag möchte ich hier direkt gemeinsam mit der CDU einen Änderungsantrag einbringen. Und zwar im ersten Satz des Beschlusses das Datum vom 31.12.2023 in 31.12.2024 ändern. Das wäre dann auch deckungsgleich mit dem gestrigen Haushaltsbeschluss und wir bitten um Ihre Zustimmung. Danke. Nach der Einbringung steigen wir ein in die Fraktionsrunde. SPD beginnt. Herr Dries. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, wir haben das mit dem gestrigen Haushalt oder als Teil des gestrigen Haushaltes beschlossen. Trotzdem wird meine Fraktion sowohl den Änderungsantrag als auch den Ursprungsantrag ablehnen. Für uns ist so ein bisschen der Eindruck, dass hier eine Salamitaktik verfolgt wird. Wir machen es immer mal wieder, alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre fällt uns eine neue Begründung ein, warum es jetzt gemacht werden muss. Ich glaube, es ist richtig, an das Thema Sondernutzung mal insgesamt ranzugehen und nicht immer nur so alle zwei Jahre mal was zu verlängern. Und da können wir auch total gerne ins Gespräch kommen. Und dafür ist es auch sinnvoll, die gestern beschlossenen und eingestellten Mittel zu nutzen. Aber aus unserer Sicht ist es jetzt ein Schnellschuss zu sagen, okay, uns ist wieder was eingefallen, warum wir es für die nächsten zwei Jahre machen. Dann kommt auch noch quasi mündlich eingebracht, dass es auch nicht nur fürs nächste Jahr sein soll, sondern auch gleich noch inklusive 24. Das werden wir dann heute leider nicht mittragen. So, dann als nächstes Dissidenten das Wort gewünscht. Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich spreche jetzt für meine Person, nicht für die Dissidentenfraktion. Ich kann mich meinem Vorredner Vincent Reefs nur anschließen. Wir haben damals, ich glaube, damals war ich noch Grüner, aber ich glaube auch als Dissident, das durchaus mitgetragen, dass im Zuge der Corona-Krise dort eine Aussetzung der Sondernutzungsgebühren stattfindet. Das war, glaube ich, gut und richtig, aber wir hatten damals schon den Verdacht, und der bestätigt sich jetzt, dass das nur der Einstieg in eine dauerhafte Abschaffung der Sondernutzungsgebühren für ihr spezifisches FDP-Klientel ist oder für das sie halten, dass es ihr Klientel sei. Und da kann man nicht mitmachen. Und ich kann mir diesen Einschlenker jetzt nicht ersparen. Es ist halt, passt halt sehr gut zu der gestrigen Entscheidung, dass halt FDP und CDU der Ansicht sind, dass der öffentliche Raum, der vom Steuerzahler bereitgestellt, gepflegt, gewartet und so weiter wird, dass der eben kostenlos Spezialinteressen zur Verfügung zu stellen ist. Und das ist ein grundsätzliches Gesellschaftsverständnis, das wir nicht teilen. Und deswegen kann ich nur das Haus hier bitten, den Saal hier bitten, diesem offensichtlichen Versuch, Sondernutzungsgebühren für eine bestimmte Klientel abzuschaffen, zu widerstehen und den Antrag abzulehnen. Danke. Wird AfD das Wort gewünscht? Herr Lommel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Hörer am Livestream, ja, das macht eigentlich Spaß, mal auch Konkurrent loben zu können, in dem Fall die FDP. Es war natürlich mit der Corona-Krise etwas
was die Maßnahme sinnvoll gemacht hat, denjenigen zu unterstützen, die ja die Steuer bringen, die sehr gerne ausgegeben werden, auch von der linken Seite. Und zweitens ist es auch richtig, dass wir jetzt eine neue Krise haben, die wir vor einem Jahr auch nicht gewusst haben. Ich glaube, auch nicht mal die FDP hat das gewusst, was am 24.02. stattfindet. Es ist eine zusätzliche Krise, die entstanden ist, die auch unsere Gewerbetreibenden belastet. Und wenn wir einen winzigen Beitrag mal leisten können für diejenigen, die mit Risiko und mit Engagement etwas leisten, dann ist es das. Und ja, eine gute Idee, dass wir uns generell mal mit diesen Sondernutzungsgebühren beschäftigen, indem wir sie nach unten setzen. Das ist eine sehr gute Idee. Muss ich Herrn Drews loben, wenn er das gemeint hat. Das wäre eine sehr gute Maßnahme, dass unsere Stadt attraktiver wird. Wir werden den Antrag unterstützen. Das ist eine kluge Idee. Vielen Dank. Wird Bündnis 90 Grün das Wort gewünscht? Frau Fiedes. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse mich ganz kurz. Ja, wir haben in der Fraktion da intensiv drüber diskutiert, aber wir sind dann doch jenseits dessen, das, was wir jetzt auch im Haushalt verankert haben und es müßig ist, dann eigentlich jetzt hier nochmal drüber zu debattieren, war bei uns doch am Ende das Ergebnis das, deswegen habe ich mich hier auch noch mal hingestellt, dass wir ja auch immer für eine Belebung der Innenstadt kämpfen. Und es ist ja jetzt differenziert, das heißt, es geht nicht mehr um Geschäftsauslagen, die jetzt sozusagen sondernutzungsfrei sind, sondern es geht wirklich um die Gastronomie. Und man muss auch sagen, das wird jetzt vielleicht der FDP gar nicht so gut gefallen, aber uns gefallen irgendwie Tische und Stühle irgendwie vor der Tür eines Restaurants besser als Autos. Und wenn man das auf die Art und Weise mit befördern kann, dass eine Innenstadtbelebung erfolgt. Und ja, also der Änderungsantrag, wir haben tatsächlich das für 2 Jahre in den Haushalt verankert. Jetzt wäre es jetzt ein bisschen lächerlich zu sagen, das machen wir jetzt nicht mit. Bin jetzt nicht so begeistert, dass man das jetzt hier nochmal extra einbringt, aber ist wurscht. Ich wollte nur noch was ganz Profanes beantragen, nämlich eine punktweise Abstimmung, weil tatsächlich beim Punkt 2 haben wir ein bisschen eine andere Einstellung als bei Punkt 1. Also Rummelplatz hat bei uns nicht dieselbe Priorität wie die Möglichkeiten der Gastronomie. So, dann als nächstes Fraktion Die Linke das Wort gewünscht. CDU, Herr Karten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist in der Tat ein bisschen misslich, technisch anspruchsvoll vielleicht für den einen oder anderen, dass wir gestern einen Haushaltsbeschluss gefasst haben, wo genau das Thema so verankert worden ist und gleichzeitig dieser Antrag hier auf der Tagesordnung steht. Da sage ich ganz einfach, das ist jetzt so, dem müssen wir uns stellen, damit umgehen, aber auch kein großes Drama. Ein Drama finde ich das, was Herr Lichti gesagt hat, dass es hier um eine FDP-Klientel geht. Also wenn, dann muss ich schon sagen, FDP, CDU und dann noch ein paar hinten dran. Aber ich gehe mal noch ein Stück weiter. Es sind unser aller Gewerbetreibenden. Es geht um alle und nicht nur um die Innenstadt, sondern es geht um alle, die sich in dieser Stadt wirtschaftlich engagieren. Und die als FDP-Klientel abzustempeln, halte ich für einen schlechten Ansatz. Ich teile das überhaupt nicht. Und wir sollten diejenigen, die in unserer Stadt mit ihrem eigenen Geld Risiko übernehmen und ein Geschäft entwickeln, die sollten wir wertschätzen und nicht mit dieser Vokabel, die Sie hier geprägt haben, belegen. Das halte ich für abwegig. Worum geht's? Ich glaube, wir haben alle im Rat die Hoffnung, dass Corona irgendwie für uns alle abgehakt ist. Allerdings ist es das aus meiner Sicht nach wie vor noch nicht. Die Umsätze, die wir in der Innenstadt im Bereich des Handels, in der Gastronomie oder auch bei den Veranstaltern gesehen haben, sind nach wie vor noch nicht erreicht. Das heißt, hier gibt es Nachholbedarf und es gibt mit den Preissteigerungen, die auf uns niederbrechen, eine Menge Unsicherheit. Und ich denke, wenn eine DMG im Dresden Marketing sich viel Mühe gibt, in Form von Recovery-Kampagnen die Leute in die Innenstadt, in die Stadt Dresden zurückzuholen und das City-Management einen Beitrag dafür leistet, wir auch dafür Gelder bereitstellen,
dann ist es auch gut, wenn wir hier an dieser Stelle bei den Sondernutzungsgebühren unseren Beitrag leisten und ein bisschen Beinfreiheit und Erleichterung schaffen. Ich finde überhaupt nicht, dass das Salamitaktik ist, wie einer der Vorredner gesagt hat, sondern es ist einfach ein Betrachten der Realität und ein Reagieren darauf. Und ich finde es eher ein bisschen agil, wie wir hier herangehen. Und um das nochmal klar zu machen, hier wird kein Geld mit der Gießkanne verteilt, sondern wir gehen ja sogar ein kleines Stück zurück. Das heißt, wenn Sie in den Unterlagen die Synopse sich anschauen zwischen dem, was wir bisher an Freiheit gelassen haben und was wir jetzt machen, ist es doch ein kleiner Rückschritt, dennoch gut. Ich will es vielleicht nochmal auch für die Öffentlichkeit nennen. Es geht um Freischankflächen für die Gastronomen, die wir gebührenfrei stellen wollen. Es geht um Sondernutzung für Veranstaltungen, im Übrigen nur Veranstaltungen ohne Eintrittsgeld, auch da eine Einschränkung. Es geht um Märkte, allerdings ohne die Weihnachtsmärkte, ohne den Striezelmarkt. Und es geht darum, dass wir Veranstaltungswerbung von der Sondernutzung befreien und speziell für den Parkplatz Pieschner Allee. Dort wollen wir nochmal Gebührenfreiheit ermöglichen für Veranstaltungen und für den Zirkus und das Ganze für 23 und 24. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch ein vernünftiges Paket, was jetzt hier auf dem Tisch liegt. Das kann man jetzt so beschließen, das steht jetzt so im Haushalt. Aufregung braucht es dafür eigentlich überhaupt nicht, sondern jetzt nochmal einen klaren Beschluss und ein Bekenntnis dazu, dass wir hier so ein bisschen Luft unter die Flügel bringen wollen. Das ist ein gutes Anliegen und ich bitte Sie einfach um Zustimmung auch zu dem Änderungsantrag. Und damit vollziehen wir heute nochmal in Wort und Schrift das, was wir im Haushalt gestern beschlossen haben. Vielen Dank. Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldung, Herr Dr. Schulte-Wissmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Bevor jetzt mehr erzählt wird oder so, dass diese Idee mit der Außengastrostärkung und so eine reine FDP-Idee wäre, das ist nicht ganz so. Die Idee stammt von mir und zwar im Jahr 2020 habe ich diesen Antrag schon gestellt. Er hatte wahrscheinlich eine Mehrheit, ist aber damals in der Messe falsch ausgezählt worden und 21 dann hat es dann geklappt. Und jetzt, da hat der Herr Lichti natürlich absolut recht, ist es schon so ein Stück Salamitaktik, dass man damals die Begründung Corona, heute allgemein irgendwas, dass man das jetzt fortschreibt, jetzt für ein Jahr, für zwei Jahre, dann für fünf, für zehn und so weiter und so fort. Gleichwohl, ich als Pirat liebe natürlich Außengastro und ich finde es schön, wenn andere Leute auch Außengastro lieben und ich finde es schön, wenn die Stadt benutzt wird. Und von daher, das ist jetzt meine persönliche Meinung, Zeitung kann gern schreiben, unglaublicher Zwist in der Dissidentenfraktion. Ich werde dem Antrag zustimmen. Dankeschön. Als nächste Wortmeldung Herr Schulze. Ist keine Wortmeldung, dann ist nur sozusagen der Antrag, dann, dass wir punktweise abstimmen wollen, dann, sodass wir das ja. Ja, sozusagen. Achso, was wir schon gemacht haben, wir haben es jetzt nicht gehört, sorry. Bei aufmerksamem Verfolgen der Sitzung wäre das aufgefallen, dass das schon beantragt ist. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Abstimmungen. Zunächst ist beantragt worden das Datum in Zeile 3, von dem 31.12.23 auf den 31.12.24 zu ändern. Wer diesem Änderungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 7, Nein, 10 Enthaltungen. Das wäre so erstmal aufgenommen. Und dann war bei der Schlussabstimmung punktweise beantragt. Ich würde das jetzt so handeln, würde den Beschlussvorschlag inklusive Punkt 1 zunächst abstimmen und dann den Punkt 2 separat.
Wer dem Punkt 1 und dem Vortext beschließen will, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 7 Nein, 9 Enthaltungen. Wer damit so beschlossen? Wir kommen zum Punkt 2. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Jetzt geht's los. Ja, 13 Nein, 17 Enthaltungen, damit auch so beschlossen.